Auf jeden Fall war das mit der Zigarettenwahrnehmung über die Jahrzehnte schon so eine Sache. Fuel scooping. Discovery Scanner hat es echt nicht so mit dem Funktionieren gerade. Schmeißen wir ihn nochmal an. Okay, nein, das war nichts. Fuel scoop disengaged. Was genau habe ich da jetzt? Ah, okay, ich verstehe. Ein paar Asteroidengürtel. Was sagt denn hier unsere Systemkarte? Haben wir hier vielleicht Chancen, dass mir tatsächlich mal wieder ein ganzes System... Hey, ich bin beeindruckt. Ich kann tatsächlich das komplette System erforschen. Ich würde auch richtig pfeifen, aber ich glaube, das klingt bei dem Headset-Mikro eher uncool, wenn ich da jetzt pfeife. Von daher lasse ich es einfach bleiben. Was haltet ihr davon? Auch so eine Sache, die ich übrigens am Let's Play Zuschauerverhalten immer interessant finde. Also mein eigenes ist so... Ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt. Ich setze mich nicht jeden Abend hin und gucke eine Folge, meistens, sondern spare mir die ein paar Tage auf und gucke dann 5, 6, 7 Folgen hintereinander, je nachdem wie viele Tage ich warten kann, wenn es ein aktuelles Let's Play ist. Manchmal hole ich auch einfach, also bei dem erwähnten Gronkhschen Minecraft LP bin ich irgendwo bei Folge 700 gerade mal. Da sind mir ja noch knapp nochmal die gleiche Anzahl beschieden. Das ist auch ein Meilenstein, also ich bezweifle, dass ich den mit Elite hier erreichen werde. Beziehungsweise, ob dann noch viele Leute dabei sind. Ich würde auch gern mal wieder ein bisschen was anderes machen, aber wir haben jetzt scheinbar wirklich die letzten Reste der Zivilisation hinter uns gelassen. Und müssen einfach damit leben, dass wir jetzt erstmal nichts mehr treffen werden. Aber ich glaube, wenn das sich jetzt wirklich ewig so weiterzieht, werde ich auch ein bisschen offscreen machen und halt Systeme scannen und vermessen. Und vielleicht stoßen wir doch nochmal irgendwo auf eine Station. Ansonsten müsste ich gucken, dass ich meine Aufnahmesessions entweder häufiger oder länger mache und dann längere Folgen bringen kann. Denn 20 Minuten lang mir dabei zuzugucken, wie ich hier durch die Gegend hüpfe, ist jetzt eher unspannend. Oh, das war unklug. 4, 3, 2, 1, engage. Das war wirklich unklug, so nah am Stern zu springen. Das Schiff kocht gerade. Warning, taking heat damage. Ach, wirklich? Warte, nicht sag's, kleiner Computer. Warning, temperature critical. Ja, das mit der kritischen Temperatur haben wir gemerkt. Hier gibt's sonst nichts. Hm. Ja, das wird dann eher ein kurzer Aufenthalt, den können wir uns schnell genehmigen. Aber solange wir die Chance haben, schnell nachtanken. Fuel scooping. Warning. Was? Was war das denn? Warning. Temperature critical. Das geht ja echt gut los hier. Wieso fliegen wir jetzt plötzlich rückwärts? Okay, dieses System will uns scheinbar nicht. Frameshift Drive charging.
Frameshift Drive charging. Wow, wieso werden wir denn hier so schnell so heiß? Es wird echt Zeit. Also ich muss mal gerade, sorry, aber ich muss noch mal in die Karte. Und einfach mal so... So, also das ist grob unsere Richtung. Hier wirklich nur noch unerforschtes, unbesiedeltes Gebiet kommt. Aber ich gehe davon aus, dass das so ist. Ich meine, warum sollte es auch anders sein? Es ist ja naheliegend, dass hier jetzt nichts mehr kommt. Denn sonst wäre auf diesem... dieser Karte hier ja vielleicht doch etwas mehr eingezeichnet als nur die drei Sachen. Vielleicht ist hier noch was in diesem, das ist ja auch noch mal extra markiert. Allerdings weiß ich nicht warum. Aber wie es scheint, kommen wir da auch noch vorbei, dann können wir ja vielleicht mal schauen. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht die Hoffnung, dass wir noch auf irgendwas stoßen. Deshalb, naja, müssen wir mal schauen, wie wir uns dann hier versorgen wollen. Und auf was wir noch so stoßen werden. Ich vermute mal, dass es das tatsächlich allen Ernstes war. Mit, Frameshift Drive charging. Tatsächlich bewohnten Systemen und so. 4, 3, 2, 1, engage. Aber andererseits. Fuel scooping. Würde sich auch ein Rückzieher jetzt nicht mehr lohnen. Fuel scoop disengaged. Also wir könnten natürlich umkehren, den ganzen Kram verkaufen. Aber das wäre, glaube ich, nicht so sehr viel wert. Fuel scooping. Ich glaube, da lohnt es sich wirklich fast mehr. Ich überlege das mal gerade. Wie ich das am besten machen könnte. Muss der uns ausgerechnet in der Nähe der Sonne abfangen? Fuel scoop disengaged. Ganz uncool. So, bevor wir irgendwie an Neutronenstern oder sowas geraten, lieber auf Nummer sicher gehen. So, reicht erstmal. Puh, ich bin echt am Überlegen, das könnte echt schwer werden. Wenn jetzt keine besiedelten Systeme mehr kommen, dann werde ich definitiv was offscreen machen. Und mich dem Ding annähern, denn sonst sieht man hier 300 Folgen lang, wie ich einfach nur das mache, was ich jetzt die ganze Aufnahme schon mache, nämlich leere Systeme scannen und Stuss reden. Nur dann muss ich überlegen, was ich dann in den Aufnahmen dazwischen mache. Ich fürchte, auch dieses System wird wieder mit Leere glänzen. Und dem ist so. Fuel scoop disengaged. Das macht so ein niedliches Rüsselgeräusch, wenn das Fuel scoop fertig ist. Also eingezogen ist. So, hier müssen wir allerdings mal wieder voll tanken.
Sagt uns denn hier die Karte? Da ist wieder so ein ominöser Zweitstern, den wir mit bloßem Auge wahrscheinlich wieder mal nicht sehen werden. Es sei denn, das ist tatsächlich der, den wir da unten entdeckt haben. Und da es hier keine Planeten gibt, muss der das ja eigentlich sein, ne? Ich bin hier an Schlauen. Fuel scooping. Da beißt sich... Wow, 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 nein, nicht so nah ran. Da beißt sich mein Ziel echt mit der Verteilung der Stationen im Spiel. So, gleich haben wir es vollgetankt. Und zwar jetzt. Gibt es hier etwa doch einen Planeten? Tatsache. Ja, dann scannen wir den, scannen den Stern und dann geht's weiter. Aber das bringt mich in meinem Dilemma immer noch nicht weiter. Also wenn hier jetzt wirklich keine Stationen mehr kommen... Selbst wenn ich offscreen bis ins Zentrum der Galaxis fliege, das sind ja Stunden, die da vergehen. Also müsste ich ja sehr, sehr viel offscreen machen und ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich glaube, da muss ich erstmal, also werde ich hiernach noch eine Folge machen, die einfach unserer weiteren Route folgt. Und dann mal die Reaktionen abwarten, was passiert nach die, also... Ja, ist schon spät. Was ihr so selber dazu da denkt. Denn einfach nur 100 Folgen, wo ich das hier tue, ist halt, naja, eher unspannend. Selbst wenn ich das, wenn ich die Folgenlänge erhöhen würde, von mir aus eine Stunde oder so am Tag. Das wäre zwar schon ziemlich lang für ein Let's Play, aber das würde dann trotzdem noch ziemlich lange dauern. Von daher bin ich echt ein bisschen aufgeschmissen. Muss mal gerade was schauen, was mich jetzt gerade nachdenken lässt. Was sind das für Werte? Hip, HD? Es gibt da ja mit Sicherheit auch keinen... Es wird mit Sicherheit auch da nichts geben. Das ist nicht hilfreich. Jetzt nehme ich auch schon länger auf, als ich eigentlich... Nee, Moment, jetzt nehme ich circa eine Stunde auf gerade. Ja doch, passt alles. Ja, aber jetzt bin ich echt am Grübeln. Also wenn die Reaktionen auf diese Folge lauten, kehr um, flieg zurück, flieg wieder ins bevölkerte Gebiet und mach da erstmal ein bisschen was. Das wäre natürlich auch okay. Denn, naja, ich mache die Let's Plays ja aus Spaß, aber ich freue mich natürlich auch, wenn sie jemand guckt. Und wenn das keiner tut, weil ich total langweiligen Scheiß mache. Oh, zieh sie hoch, zieh sie hoch. Das ging ja gerade nochmal glimpflich ab.
aus, nicht ab. Also vielleicht wäre das dann die bessere Alternative. Wir versuchen es hier nochmal mit dem Signal. Jetzt ja wieder umkehre. Ich meine, die Kartendaten, die wir jetzt haben, dürften ja auch schon nicht so ganz... Toll, Bio-Waste. Nee, eher nicht so. Also die Kartendaten, die wir jetzt haben, dürften uns ja auch schon ein bisschen was einbringen. Was natürlich nicht ganz unpraktisch bei der ganzen Tatsache ist, bei der ganzen Sache ist, das sollte man auch noch bedenken dabei. Ab morgen, von dieser Folge aus gesehen, gibt es die Beta 1.1 zu testen. Für, ich glaube, mindestens Standard-Beta-Tester. Das heißt, ich könnte da quasi parallel zwei Dinge machen. Fuel scooping complete. Wenn ich das aber tun soll, dann müsste ich mir da noch einiges überlegen. Also müsste ich überlegen, wie ich das machen soll, weil ich auch nicht genau weiß, wie das jetzt mit der Beta 1.1 funktioniert, was den Test angeht. Mit der 1.1 Test-Beta, so. Nee, auch nicht. Also mit der 1.1 Testphase, so. Wie das genau abläuft, beziehungsweise wie das sich genau darstellt, ob man dann halt quasi nochmal einen zweiten Spielstand hat. Oder was genau. Mein aktueller Plan wäre dann halt, ich mache offscreen eben das meiste. Wenn ich auf was Interessantes stoße, gibt es dazu ein Video. Sorry, da musste ich ganz kurz husten. Also, ja, gibt es dazu ein Video und Frameshift Drive Charging. Dann geht's wieder weiter offscreen. Vorausgesetzt, dass ich wirklich da ins Zentrum fliegen möchte. Die Alternative wäre halt, okay, ich lasse das, bis es Stationen, also bis man selber sich um Stationen irgendwie kümmern kann. Und diese ganzen unbesiedelten Systeme machen mich auch irgendwie gerade deprimiert.